Sie wollten schon immer mal wissen, wie ein echtes Wiesent in Lebensgröße aussieht. Dann haben Sie bei uns in unserer neuen Ausstellung Sielmann, Entdecke die Wildnis, die Möglichkeit dazu, nicht nur Wisente, sondern auch andere Wildtiere als Präparate zu erleben. Die Sielmann-Ausstellung ist zusammen mit der Sielmann-Stiftung und dem Naturkundemuseum Berlin zusammen entstanden und wir zeigen die Wildnis in all ihren Facetten. Es gibt sehr viele Filmaufnahmen zu sehen, aber man kann eben auch den Tieren sehr dicht kommen, so wie das im normalen Leben nicht der Fall wäre. Und natürlich haben wir auch hier in Schöningen wieder eine Besonderheit. Wir als Archäologen versuchen ja auch immer, die Verknüpfung zu unseren Funden herzustellen. Und hier steht mein Kollege, der würde jetzt kurz was dazu sagen, was hier das Besondere in Schöningen ist. Hier in Schöningen haben wir nicht nur die Chance zu zeigen, wie die Wildnis heutzutage aussieht in Deutschland, aber auch, wie es vor 300.000 Jahren war. Mit riesigen Tieren wie Elefanten, Riesenhirschen und Nashörner können wir anhand von unseren Funden, von unseren Graben zeigen, wie vielleicht Hans Sielmann früher vor 300.000 Jahren sich auch gefreut hat über die ganzen Wildtiere, die man hier in Deutschland hat. Wir zeigen nicht nur alte Funde, sondern auch ganz frische Sachen, die direkt aus der Forschung, aus der Grabung kommen, damit sie einen neuen Einblick in unsere Forschung bekommen. Heinz Sielmann war ein passionierter Tierfilmer und viele von Ihnen kennen seinen Namen und auch seine Tierfilme aus dem Fernsehen. Expeditionen ins Tierreich war eine äußerst erfolgreiche Sendung und hier in der Ausstellung ist eben ein Kernelement, dass man sehr, sehr viele Videoaufnahmen von Heinz Sielmann sehen kann. Das Besondere ist aber, sie sind zunächst versteckt und man muss wie Heinz Sielmann durch eine sogenannte Entdeckerlinse schauen, um die Filme überhaupt erst sichtbar zu machen.